Vielleicht hätte ich mir mal selber nicht so viel auf die Bürste hauen sollen. Oh, och, du hast doch nicht. Was? Komm! Komm hier! War ich das etwa? Hm. Muss wohl. Selbst ohnmächtig bin ich noch eine Geheimwaffe. Oh oh. Herr Cletus, sind Sie da? Ist alles in Ordnung? Alles bestens. Was? Worum geht's denn? Ich benötige die Geldtasche. Ich muss eine Anzahlung auf die Zimmer leisten. Kein Problem. Kein Problem. Verdammt. verdammt. Was ist da gerade passiert? Gut, dass ich so ein gutes Gedächtnis habe. Hier. Und jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Ich habe zu tun. Sehr wohl. Na endlich. Ich wusste doch, dass das funktionieren würde. Es war nicht ganz einfach. Aber ich bin ja auch ein Experte für brenzlige Situationen. Doc wird ganz schön Augen machen. Mann, wird er sagen. Rufus, du machst echt das Unmögliche möglich. Endlich habe ich dieses Ding, wie hieß es doch gleich? Porzellan. Verdammt, dieser vertrottelte Sekretär hat die falsche Tasche genommen. Das kann doch eigentlich nicht wahr sein. Das war so klar. Und da klingt, das ist K.O. Waschlappen, die auf dem Boden liegen, räumt der Zimmerservice weg. Hohoho, jetzt aber schnell hinterher. Wir müssen den Oppenbot aufhalten. Oppenbot, Oppenbot, mach das in mein Oppenbot-Hut. So glauben Sie mir doch. Niemand will Sie übers Ohr hauen. Es muss sich um eine Verwechslung handeln. Ich bin mir sicher, dass der Herr Inspektor alles aufklären kann. Oh, jetzt bin ich ja mal... Das kann er allerdings. Ah, Herr Cletus. Gespannt. So ein Glück, dass Sie hier sind. Offenbar gab es eine Verwechslung mit den Taschen. Kein Problem. Eine meiner leichtesten Übungen. Warten Sie kurz einen Anruf. Nanu, das kommt ja aus Ihrem Zimmer. Dann ist es für mich. Oh oh. Hallo? Ja, ja, hier ist Oppenbot. Was? Nein, 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 ist es möglich? Einfach futsch? Ist es für mich? Herkommen? Nein, nein, warten Sie. Ich glaube nicht, dass das nötig ist. Passen Sie mal zu, hören Sie mal auf. Bleiben Sie einfach auf Ihrem Zimmer. Hallo? Oha. Wer war das? Falsch verbunden. Warten Sie bitte kurz hier, Oppenbot. Ich bin sofort wieder da. Und wahrscheinlich komme ich dann aus der anderen Richtung da. Was? Aber... Ach, ist das alles wieder geil hier. Ich muss zugeben, ich bin ein wenig überfordert. Der arme Oppenbot, der kann ja nur... Huch! Na, das ging aber ganz schnell. So Oppenbot, was ist hier los? Ja, das wollte ich Sie gerade fragen. Warten Sie, ist das die Tasche mit dem Geld? Ich fürchte immer noch nicht. Nein. Haben Sie etwa die Tasche aus meinem Zimmer genommen? Aber das wissen Sie doch. Alles, was ich weiß, ist, dass mir jemand die Tasche geklaut hat. Ich verstehe gar nichts mehr. Ich habe den Wechsel gesehen. Wenn das Chaos die Ordnung flutet, steigt das Genie aufs Surfbrett. Okay, und jetzt wieder ab zu den Zimmern. Müssen wir uns denn jetzt wieder in unser Rufus-Kostüm schlagen oder bleiben wir als Cletus verkleidet? Keine Zeit. Ab jetzt. Wir bleiben verkleidet. Gut, dann wieder ab in Docs Zimmer, aber wir haben noch Angst vor uns. Hey, Doc, ich habe Ihren Plasma-Austausch. Fluppi Schmatzikowski, was ist denn hier los? Rufus, die Operation war erfolgreich. Ich bin endlich wieder die Alte. Yay! Yay? Ja, yay, super. Aber wie? Ja, also das ist doch... Doc, sag mal, brauchtest du am Ende vielleicht gar kein Mammutfell-Relais? Mammutfell, was? Tja, ulkige Geschichte. Also das ist doch. Ihr wolltet mich loswerden. Was? Ja, genau. Ihr habt mir einen sinnlosen Auftrag gegeben, damit ich euch nicht in die Quere komme. Das ist so fiese. Stimmt das, Doc? Bozo? Naja, wir dachten... Und ich dachte, ihr seid seine Freunde. Ach, komm schon, Goal. Du weißt doch, wie er ist. Egal, was er anfasst,
Es endet immer im Chaos. Er hat meinen Kutter kaputt gemacht. Ne? Echt jetzt? Ist das jetzt das Niveau? Ich sag dir mal was über Rufus. Wo ist er hin? Oh. Vorwärts, aber Dalli! Oh oh. Treibt ihm Zahnstocher in den Gaumen! Später vielleicht. Argus. Zimmer 1, na großartig. Diese dreckige Verräterbande. Oh oh. Ah, Cletus, da sind sie ja. Rufus, bleib stehen. Es tut mir leid. Doc und Boso haben... Oh. Und wie ich sehe, haben sie ihre Verlobte gefunden. Vortrefflich. Was ist denn hier draußen los? Kann man in dieser verdammten Irna... Was denn? Du? Komm, Gol, weg hier. Pulsader-Ragu! Hey, halt! Ach, es ist geil. Stehen geblieben! Es ist so geil. Scooby-Doo oder was hier? Wir müssen Cletus loswerden. Ist in Arbeit. Pulsader-Ragu! Nicht doch! Das ist eine Verwechslung! Cool! Was machst du denn hier? Oh oh! Hey! Komm zurück! Oh, das war schmerzhaft. Ich wünschte, ich könnte diese Verrückte irgendwie auf Cletus hetzen. Irgendwie auf... Ja, Moment, warte. Die Anleitung lesen wir erstmal. Was für ein Durcheinander! 5 Türen, 2 Treppen und 5 Leute, die sich gegenseitig über den Flur jagen. Wie kann Rufus in diesem Wirrwarr nur dafür sorgen, dass sich Cletus und Donna auf dem Gang begegnen? Nur wenn er herausfindet, wie die Ausgänge zusammenhängen und nach welchem Prinzip sich die einzelnen Charaktere für eine Tür entscheiden, kann er das Chaos beherrschen, weil ich sowas ja auch so gut kann. So ein Mist, also wenn ich in den Schrank gehe. Stopp! Wenn ich in den Schrank gehe. In den Schrank? Aber Goal! Bleib doch mal stehen! Okay, also der Cletus immer hinter der Goal hinterher. Wenn ich jetzt hier runtergehe. Ja, genau, da kommt sie raus. Lass das! Ich bin nicht Cletus! Und verfolgt mich dann, okay. Knuff-Puff-Polter. Wir müssen jetzt als nächstes Gon und Cletus hier oben rauskommen und dann wahrscheinlich hier runter marschieren. Wenn ich in dieses Zimmer hier gehe. Oh oh. Fräulein Gon, warten Sie! Argus verfolgt immer den, den er sieht. Okay. Jetzt müsste es doch gleich schon passen, oder? Die Donna ist nach da oben hin verschwunden. Das heißt, wenn ich jetzt hier in irgendein Zimmer gehe, müsste Cletus hier rausmarschiert kommen und Donna müsste hier unten rauskommen. Und dann könnte es schon passen. Ich versuch's einfach mal. Gut, warte! Bin ja auch blöd. Die Donna ist ja auch hier unten links reingegangen. Warten Sie! Pulsader-Ragu! Das ist alles sehr verwirrend. Wo ist denn Ihre Verlobte jetzt schon wieder? Wenn ich das wüsste. Okay. Ich marschiere jetzt einfach mal hier in das Zimmer. Stopp! So, jetzt sind Donna und Cletus gerade beide hier hinten. Das ist schon mal scheiße. Außer wenn ich jetzt vielleicht hier hinten auch hinterhergehe, aber das wird nicht so funktionieren. Au, oh je.
Jetzt kommt da genau. Irgendeine Spur von ihrer Verlobten? Noch nicht. So, hier kommt jetzt als nächstes, kommt jetzt hier Goal. Und wird dann hier durch die Tür gehen. Goal, was machst du denn hier? Oh, oh. Hey, komm zurück. So, jetzt wird hier Donner hereinspaziert kommen. Und hier wird Goal rauskommen. Im Zweifelsfall. Das heißt, wenn ich jetzt mal hier... Wir müssen Cletus loswerden. Ist in Arbeit. Als nächstes kommt jetzt erst... Also Cletus ist da rein, Argus ist da oben verschwunden. Jetzt müsste es passen. Hier müsste Cletus rauskommen und hier müsste Donner herkommen und dann... Müsste es eigentlich passen. Ja! Hab ich dich! Das muss eine Verwechslung sein. Ich kenne sie doch überhaupt nicht. Hey, warte! Hä? Ja! Meuchelt den Heuchler! Meuchelt den Heuchler! Yay! Hi-ya. Es geht doch! Aber meine Jahre! Da sind sie ja endlich! Was soll das alberne Versteckspiel? Was geht hier eigentlich vor? Diese Frau... Hatte es wohl auf uns abgesehen. Ganz genau. Können Sie nicht besser auf Ihre Gefangenen aufpassen? Meine Gefangene? Sie haben sie doch angeschleppt. Und überhaupt, wo ist sie jetzt? Ja, sie muss die falsche Tür erwischt haben. Ah, recht so. Dann steht unsere Abreise ja nichts mehr im Wege. Abreise? Nach Porta Fisco natürlich. Das letzte Hochboot nach Elysium wartet nur noch auf Sie beide. Es sei denn, Sie würden es vorziehen, hier zu bleiben. Tatsächlich ist es so, dass... Goal, kann ich dich kurz sprechen? Das hier ist unsere Chance. Er wird uns direkt nach Porta Fisco eskortieren. Er setzt uns höchstpersönlich ins Hochboot. Und wenn deine Tarnung auffliegt? Sollen wir auf eine bessere Chance warten? Na gut, wird schon schief gehen. Immerhin bin ich ja dabei. Und du versprichst mir, dass du dich authentisch und würdevoll verhältst. Wie Cletus. Versprochen. Wohlan, guter Mann. Dann lasset uns zurück zu Ihrem edlen Rosse flanieren. Mein Reiterblut wallt bereits. Ja, nach Ihnen. Wunderbar. Das macht er gar nicht so schlecht.